Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur Weihnachtsvorlesung. In der Softwaretechnik gucken wir uns heute Entwurfsmuster an. Es ist kurz vor Weihnachten, die letzte Aufzeichnung vom Jahreswechsel. Und ich habe mich sehr erfreut an dem Weihnachtsbaum, der vor dem Informatikgebäude steht. Und für alle die, die den im Moment nicht live sehen können, wollte ich euch daran teilhaben lassen. Entwurfsmuster, das heutige Thema, und ja, wie immer fange ich mit Schaukeln an. Wir haben über verschiedene Phasen bereits gesprochen des Softwareentwicklungsprozesses und sind davon Anforderungen, Systemmodellierung, Architektur, über Entwurf und Implementierung haben wir schon relativ viel gesehen. Jetzt könnte man sich eigentlich fragen, was fehlt jetzt eigentlich noch? Naja, es fehlt noch ein bisschen was, was dahinter kommt. Das werden wir allerdings aufs nächste Jahr schieben, sowas wie Testen, Wartungsaufgaben und ähnliches. In der heutigen Vorlesung wollen wir noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, auf was, was sowohl mit dem Entwurf, mit dem Feinentwurf, als auch mit der Implementierung viel zu tun hat. Jetzt könnt ihr da sagen, also Thomas, warum sprichst du immer über Schaukeln? Ja, ich kann natürlich auch über Fahrräder reden, das ist gar kein Problem. Und zwar, ja, selbst bei Fahrrädern, die Abbildung hier sind natürlich etwas überspitzt dargestellt, gab es natürlich eine Entwicklung, wo es verschiedenartige Fahrräder gab mit unterschiedlichen Designs. Und ja, nicht unbedingt alle davon haben sich durchgesetzt. Ja? Also manche sind inzwischen ziemliche Exoten, wenn man die noch irgendwo sieht. Und hier ist es so, was können wir damit davon übernehmen für die Softwarewelt? Naja, was unterscheidet jemanden, der sich gut mit Softwareentwicklung auskennt, von jemandem, der sich nicht gut auskennt? Naja, jemand, der sich gut damit auskennt, der hat einen Blick dafür, ein Gespür dafür, welcher Entwurf, welches Design besser ist, geeignet ist als ein anderes. Und jetzt braucht ihr keine Angst haben, ihr braucht jetzt keine Experten werden für Fahrräder und Fahrraddesigns, sondern wir kommen natürlich jetzt zurück zur Softwarewelt. Ich werde gleich ein bisschen ausholen noch, was eigentlich Entwurfsmuster sind, wofür die da sind. Und die Vorlesung ist strukturiert danach, welche Arten wir von Entwurfsmustern haben. Auch gleich werde ich dazu noch ein Wort sagen. Das sind strukturelle Erstellungsentwurfsmuster und Verhaltensentwurfsmuster. Wir kommen also im ersten Teil zu strukturellen Entwurfsmustern und bevor wir da einsteigen, was jetzt eigentlich strukturell bedeutet, erstmal allgemein zu Entwurfsmustern. Bevor wir zu Entwurfsmustern kommen, aber tatsächlich nochmal einen Schritt zurück, was man da unbedingt kennen muss, ist die Gang of Four. Also wenn ihr irgendwo mal die Abkürzung lest, GOF, und es geht um Softwareentwicklung, dann geht es da mit Sicherheit um diese vier Personen, Erich Gammer, Richard Helm, Ralph Johnson und John Desides. Die vier Informatiker haben sich verbündet und haben ein Buch geschrieben über Entwurfsmuster. Wir werden da gleich noch kennenlernen, was Entwurfsmuster eigentlich sind, wofür die da sind, was wir damit machen. Und dieses Buch gehört zu den erfolgreichsten Büchern der Informatik, wenn nicht sogar, dass es das erfolgreichste Buch ist. Um mal da ein paar Zahlen zu nennen, Google Scholar sagt, dass dieses Buch mehr als 42.000 Mal zitiert wurde und selbst wenn davon natürlich immer ein paar falsche Sachen dabei sind, sowas wie ein paar Folien oder sowas, die darauf verweisen, ist es doch beeindruckend, weil das heißt, jeden Tag werden weltweit wird dieses Buch 5-mal in der wissenschaftlichen Arbeit zitiert. Dieses Buch hatte halt einen großen Impact, das heißt nicht, dass sich diese vier alle diese Entwurfsmuster ausgedacht haben, sondern die waren die ersten vier, die die sinnvoll zusammengetragen haben und was heute, obwohl das Buch 25 Jahre alt ist, noch als das Standardwerk gilt für Entwurfsmuster. Was sind jetzt eigentlich diese Entwurfsmuster? Und dafür erst ein paar motivierende Worte. Designing object-oriented software is hard. And designing reusable object-oriented software is even harder. Also, die Autoren geben zu, dass objektorientierte Software zu entwickeln sehr schwierig ist, aber noch schwieriger ist es eben, wenn wir die wiederverwendbar gestalten wollen. Ja, wir wollen nicht ganz viel entwickeln und das landet dann irgendwann in der Tonne, sondern wir wollen ja möglichst viel wiederverwenden von dem, was wir irgendwann mal implementiert haben.
Und das sei Wiederverwendung innerhalb unseres selben Softwareprojekts, dass wir sagen, ja, wir haben irgendwann mal was implementiert vor 2 Jahren und das wollen wir jetzt in einem anderen Kontext vielleicht nochmal wiederverwenden. Das kann aber auch innerhalb eines Unternehmens sein, an verschiedenen Stellen möchte man was wiederverwenden. Das kann aber auch noch deutlich abstrakter sein, dass eben für eine Programmiersprache wie Java, dass es da eine Standardbibliothek gibt und die wird für alle möglichen Java-Programme verwendet. Ja, also wir sehen, da gibt es so ein Kontinuum, was jetzt Wiederverwendung meint. It takes a long time for novices to learn what good object-oriented design is all about. Experienced designers evidently know something inexperienced ones don't. What is it? Und hier spielt die Gang of Four so ein bisschen darauf an, naja, was unterscheidet jetzt eigentlich jemanden, der neu anfängt bei der Softwareentwicklung oder bei dem Softwareentwurf und wie unterscheidet sich das von jemandem, der das schon viele Jahre macht und der offensichtlich erfolgreich ist in seinem Job. Und die Essenz sind dann die sogenannten Entwurfsmuster und wir werden sehen, es kommt uns alles ein bisschen bekannt vor, wir haben viele solche Sachen schon diskutiert für Architekturmuster, wo auch die Idee war, wir wollen irgendwie das Wissen konservieren, wir wollen dem irgendwie Namen geben und jetzt sind wir nur ein Level tiefer, es geht nicht mehr um die komplette Softwarearchitektur und wie wir sozusagen wie Komponenten miteinander sprechen, sondern jetzt sind wir eine Stufe tiefer, es geht eigentlich eher darum, wie innerhalb einer Komponente bestimmte Klassen miteinander interagieren. Entwurfsmuster sind Templates, die wir auf verschiedene Situationen anwenden können und damit wir die eindeutig identifizieren können, haben die erstmal einen Namen. Dieser Name ist insofern wichtig, dass er uns erlaubt, sehr präzise, sehr punktuell darüber zu kommunizieren. Man kann also mit allein einem Namen, dass man jemandem anders kommuniziert und überlegt, laut darüber nachdenkt, ob man folgendes Entwurfsmuster einsetzt, setze hier den Namen ein, dass man darüber schon ganz viel Assoziationen weckt, was ist das eigentliche Problem, das damit adressiert wird, wie sieht die Lösung aus und was für Konsequenzen haben wir da zu befürchten. Es dient aber nicht nur der Kommunikation, sondern überhaupt auf einem hohen Level zu abstrahieren und sich sozusagen Gedanken zu machen. Das heißt, selber unsere Gedanken können wir dadurch besser strukturieren, indem wir überlegen, welche Entwurfsmuster setzen wir jetzt ein. Ja, das heißt, es ist durchaus auch was, dass so ein Name im Kopf eines Entwicklers auftaucht, während er programmiert. Oder aber, dass er den im Code liest und sofort was mit anfangen kann. Das heißt, für euch ist wichtig, da auch ein paar kennenzulernen. Natürlich ist nicht nur der Name wichtig und entscheidend, sondern auch, was ist das Problem, wann sollte dieser Pattern angewendet werden, dieses Template, eine Lösung, wie sieht die Lösung eigentlich aus und während es Entwurfsmuster auch sozusagen in anderen Bereichen, in anderen Wissenschaften gibt, ist das für die Softwarewelt, bedeutet das im Wesentlichen, wie können wir Klassen und Objekte zueinander in Relation setzen. Klassen, da werdet ihr denken, Klassen, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja klar, Klassendiagramme. Und die werden wir heute tatsächlich ganz viel sehen, weil diese Klassendiagramme unglaublich wichtig sind, um zu zeigen, wie hängen Objekte zusammen, wie arbeiten Klassen miteinander zusammen. Und dann ist es so, es ist nicht immer sinnvoll, ein Entwurfsmuster anzuwenden, sondern es ist eine Abwägung. Wir müssen überlegen, was für Vorteile haben wir davon und welche Nachteile haben wir. Und deswegen sollte man auch wissen, sozusagen, was es für Konsequenzen haben kann. Jetzt gibt es 3 Arten von Entwurfsmustern. Creational, Structural und Behavioral. Creational Patterns concern the process of object creation. Das heißt, Erstellungstemplates, wenn wir so wollen, Schablonen für die Erstellung von Objekten. Das heißt, es geht darum, in irgendeiner Form, wir wollen Objekte erstellen und wir haben damit ein Problem mit der Objekterstellung oder wollen da ein Problem lösen. Dann gibt es strukturelle Schablonen. Structure Patterns deal with the composition of classes or objects. Das heißt, hier ist eher der Gedanke, okay, wie fügen wir die jetzt eigentlich alle zusammen? Wer muss jetzt hier wen kennen? Wer ist in wem enthalten? Was ist eigentlich das übergeordnete Element? Ja, wir hatten da zum Beispiel über Aggregation und Assoziation und Komposition gesprochen. Und das werden wir heute wiedersehen als Konzepte an Beispielen, an beispielhaften Problemen. Und dann gibt es die Verhaltensschablonen oder eben
behavioral patterns. Behavioral patterns characterize the ways in which classes or objects interact and distribute responsibility. Das heißt, hier mit dem Klassendiagramm haben wir natürlich irgendwie erstmal die Struktur vor Augen, aber da steckt auch indirekt ein Verhalten drin, weil bestimmte Klassen bestimmte andere Felder haben, die auf andere Objekte verweisen und wir damit die Verantwortlichkeiten versuchen aufzuteilen. Ja, es ist sehr ungünstig in der Informatik, im Software Engineering, wenn wir sagen, es gibt eine Klasse und die ist für alles verantwortlich. Tatsächlich wollen wir das möglichst gut aufteilen, dass jede Klasse etwa möglichst gleich viele Verantwortlichkeiten hat. Gut, und das sozusagen zur Einführung, was eigentlich diese Entwurfsmuster sind. Und in dem vorhin genannten Buch von der Gang of Four sind, je nachdem wie man zählt, 23 oder 24 solche Entwurfsmuster abgedruckt. Und zwar kommt es darauf an, ich habe hier auf den Folien zwischen Object Adapter und Class Adapter noch unterschieden. Da werden wir später noch sehen, warum. Das heißt, es gibt jetzt eine Reihe von eben diesen strukturellen Entwurfsmustern, es gibt eine Reihe von Erstellungsentwurfsmustern und es gibt Beispiele für Entwurfsmuster, mit denen ich das Verhalten in irgendeiner Form steuern kann. Und da sehen wir, da spannt sich ein riesen Blumenstrauß von Entwurfsmustern aus und ähnlich wie bei den UML-Diagrammen wollen wir hier jetzt nicht alle im Detail besprechen und nicht alle sind gleich wichtig. Und nicht jeder wird professioneller Softwareentwickler und muss deswegen irgendwie alle von denen kennen, sondern für viele von euch reicht es vielleicht sozusagen, die wichtigsten davon zu kennen. Und wenn man einmal das Prinzip verstanden hat hinter jeder von diesen drei Strukturen, dann ist der Gedanke, dass ihr dann eben auch besser neue Entwurfsmuster kennenlernen könnt, euch da einarbeiten könnt. Das sind die sechs Entwurfsmuster, die wir heute in der Vorlesung besprechen wollen, zum Überblick, und wir fangen eben an mit den strukturellen Entwurfsmustern. Zunächst mit dem Objektadapter, Englisch Object Adapter Pattern. Zunächst einmal, was ist die Intention von diesem Pattern? Wir werden jetzt immer so eine ähnliche Struktur folgen, das heißt erstmal so ein kurzer Satz, ein Satz, zwei Sätze, der sagt, wofür ist das eigentlich da? Convert the interface of a class into another interface client expects. Adapter lets classes work together that couldn't otherwise because of incompatible interfaces. Das heißt, ich habe irgendwie zwei Welten sozusagen. Ja, ich habe zwei Teile von irgendwie meinem Source Code und das könnte auch sein, es ist ein Teil, den habe ich irgendwie von einem Zulieferer oder der ist als Open Source Projekt irgendwie verfügbar und ich habe einen zweiten Teil, den ich gerade selber vielleicht schreibe. Und jetzt möchte ich diese beiden verbinden. Ja, es könnte auch sein, das sind einfach zwei Bibliotheken, die ich von irgendwo her habe und die will ich jetzt zusammenarbeiten lassen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach Quelltext hernehme, dass davon irgendwas nicht stimmt. Ja, also es könnte sein, dass es zwar die gleichen Methoden gibt, aber mit anderen Namen ist es möglich, ja, weil wir haben das schon besprochen, wie schwierig eigentlich eine gute Namensgebung ist. Es ist immer ein Trade-off. Ist es denkbar, dass einfach nur Parameter in der Reihenfolge vertauscht sind und ähnliches. Und jetzt wollen wir die Möglichkeit schaffen, zwischen diesen zwei Welten zu vermitteln. Das heißt, wir wollen was in die Mitte schalten, was eben Anfragen aus der einen Richtung in die andere Richtung übersetzt. Das können wir mit dem Objektadapter machen. Es gibt noch eine zweite Bezeichnung, die ich nicht empfehlen würde. Das ist die Bezeichnung Wrapper, weil das Wort Wrapper ziemlich überladen ist in der Softwaretechnik. Es gibt wirklich, oder im Softwareentwurf, es gibt sehr viele Techniken, die in irgendeiner Form als Wrapper bezeichnet werden. Deswegen diesen Namen lieber selber nicht benutzen, nur dass ihr nicht verwirrt seid, wenn ihr das mal irgendwo als Wrapper findet. Was ist unsere Motivation dahinter? Naja, wir wollen Klassen wiederverwenden in einem Kontext, für den sie eigentlich bisher nicht gedacht waren. Ja? Also ich möchte jetzt einfach zwei Bibliotheken zusammenbringen und die Frage ist, wie kann ich die eigentlich zusammenbringen? Oder ich möchte in meine große Codebasis, wo es einfach schon sehr viel gibt, wo ich jetzt nicht alles anpassen kann für eine andere Bibliothek, möchte ich jetzt eben so einen Objektadapter dazwischen schalten. Und da gibt es sehr vielfältige Gründe, warum man die nicht einfach kompatibel macht. Ja, man könnte jetzt sagen, na, wenn die Methode da anders heißt, dann benenne ich die Methode einfach um. Ja, kein Problem. Das ist unter Umständen schon ein Problem, weil Methoden umbenennen kann jetzt heißen, also ich habe vielleicht selber auch wieder andere Bibliotheken, die auf meine Sachen zugreifen. Wenn ich da jetzt Methoden umbenenne, dann ist das sehr unschön. Und
Es kann auch einfach sein, dass es sehr viele Stellen sind, dass das einfach nicht sinnvoll ist, die wirklich jetzt alle umzubenennen. Mit Umbenennen sollte man sowieso immer vorsichtig sein und deswegen kann es oft eine gute Strategie sein, solche Objektadapter dazwischen zu schalten. Natürlich kann man das auch missbrauchen, also man sollte jetzt nicht jedes Mal, wenn, statt eine Methode umzubenennen, den Objektadapter einsetzen, sondern das ist natürlich irgendwie prädestiniert für bestimmte Fälle. Die prinzipielle Idee ist, und das sehen wir gleich nochmal grafisch in einem Klassendiagramm, wir wollen eine neue Klasse erstellen, die kompatibel ist zu der einen Seite und die quasi Anfragen weiterleitet an die andere Seite. Ja, das heißt, ich habe dann ein Objekt von diesem gewissen Typ, das passt zu den Interfaces, die in meinem Client-Code sind und ich kann damit Anfragen weiterleiten. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen uns das jetzt mal grafisch angucken. Wie sieht das Ganze aus? Und hier zur Erinnerung, ja, das ist ein Klassendiagramm. Bei den Klassen haben wir immer den Klassennamen, die Attribute und darunter die Methoden. Und hier gibt es jetzt verschiedene Klassen, die man da hat und die verschieden auf eine bestimmte Art und Weise zusammenarbeiten. Prinzipiell haben wir Folgendes, wir haben auf jeden Fall vorher den Adaptee, das heißt, das ist irgendwas, eine Klasse, wo ich zum Beispiel die Benennung von Methoden nicht beeinflussen kann. Da haben wir eine bestimmte Methode drin, auch viele Methoden sind da möglich, hier jetzt einfach nur mal eine Methode als Beispiel, Specific Request. Jetzt können wir die aber in unserem Client-Code nicht verwenden, weil der Client-Code bisher immer erwartet, dass die Methode Request heißt, auf dem Objekt, was da kommt. Und da ist die Lösung, dass unser Client-Code, dass wir nicht den ganzen Client-Code umschreiben, sodass er specific auf Specific Request zugreift, sondern dass wir eine Abstraktion dazwischen schaffen, nämlich eine abstrakte Klasse. Die soll also gar nicht instanziert werden, sondern die bringt einfach nur diese Methode Request. Und jetzt kann ich beliebige Adapter bauen, können auch mehrere verschiedene sein, ja, für vielleicht verschiedene Adaptiv, für verschiedene andere Klassen, die vielleicht die gleiche Funktionalität haben, das heißt Verschlüsselung, ja, wir haben verschiedene Bibliotheken, wir wollen die alle einsetzen und bei uns heißt das eben statt Request verschlüssele das und wie das in den einzelnen Bibliotheken heißt, ist dafür egal, weil das der Adapter dann hat. So, und der entscheidende Punkt ist, dass man sehen muss, dass wir hier, ich schaffe es nicht, das zu zeigen, dass wir hier bei der Methode Request innerhalb der Methode Request einen Aufruf haben zu eben dieser Specific Request Methode und dass das damit weitergeleitet wird. Das heißt, der Adapter hat ein Attribut vom Typ Adaptee, ja, was hier auch kleingeschrieben Adaptee heißt. Und dann nochmal die Erinnerung, ja, das ist wichtig, das zu wissen, bei ER-Modellen ist es tatsächlich andersrum. Wir schreiben in der Softwaretechnik die in UML-Diagrammen die Variablennamen immer an den entsprechenden Typ ran. Gut, das dazu. Wir kommen zum nächsten Entwurfsmuster, und zwar dem Composite-Pattern. Compose objects into tree structures to represent part-whole hierarchies. Composite lets clients treat individual objects and compositions of objects uniformly. Es geht irgendwie um Baumdarstellung. Wir wollen nämlich einen Zusammenhang zwischen einem großen Ganzen und kleineren Teilen, den wollen wir einheitlich darstellen. Und was wir dafür machen, ist, wir überlegen uns, was ist dann die stärkste Gemeinsamkeit, die irgendwie diese einzelnen Teile haben und die größeren zusammengesetzten Teile. Und wir schaffen das als Schnittstelle nach außen hin für andere, dass die darauf zugreifen können, ohne jedes Mal unterscheiden zu müssen, habe ich es jetzt gerade mit irgendeinem kleinen Teil zu tun oder ist das eben was Zusammengesetztes, was aus Teilen besteht. Was wir damit vermeiden wollen, oder vielleicht ein Beispiel kann sein, ich habe irgendwie eine grafische Oberfläche und der grafischen Oberfläche gibt es eine Reihe von Labels, Buttons, dann gibt es irgendein Panel, in dem ich verschiedene Sachen reinschreiben kann. Und wenn ich nach einer Größe frage zum Beispiel oder wenn ich sage, setze die folgende Größe, dann sollte das möglichst unabhängig sein und ich will nicht immer die Fallunterscheidung machen. Ist es ein Label, dann rufe die folgende Methode auf. Ist es ein Button, dann rufe die folgende Methode auf. Ist es ein Panel, dann rufe die folgende Methode auf. Das heißt, wir wollen diese Fallunterscheidung vermeiden. Und tatsächlich ist es oft so im Quelltext, wenn wir so Fallunterscheidungen haben,
wo wir gucken, ist das Objekt vom Typ so und so, ist das Objekt vom Typ so und so, dann gibt es typischerweise ein Entwurfsmuster, was hilft, das zu vermeiden. Ja, also es ist tatsächlich sogar so, dass manche sagen, sobald man Instance of verwendet, ist irgendwas im Design nicht richtig, weil das sollte man irgendwie anders lösen. Die Idee ist, wir schaffen jetzt eine abstrakte Klasse, die eben für uns diese zusätzliche Abstraktion schafft. Das heißt, wir haben drei Arten von Elementen im Composite-Pattern, und zwar Leaf, das sind unsere primitiven Elemente, die nichts weiter darunter enthalten. Dann haben wir Composite-Elemente, und das sind die, die haben irgendwie noch Teile. Ja, Leaf wäre sowas wie Label oder Button, Composite wäre sowas wie ein Panel, irgendein oder ein Fenster, was irgendwie noch weitere Elemente enthalten kann. Und die Idee ist jetzt, wir schaffen eine gemeinsame abstrakte Klasse, Component, und die enthält die ganzen Operationen, die wir sozusagen auf beiden irgendwie ausführen können. Und hier ist jetzt so ein kleiner Trick, was man da häufig macht, ist, man will jetzt nicht bei jedem Composite irgendwie die Verwaltung von Kindern, von sozusagen Teilelementen die Verwaltung machen, sondern man sagt einfach, naja, ein Leaf hat halt auch die GetChildren-Methode, aber der liefert einfach eine leere Liste zurück. Oder wenn der gefragt wird, was ist deine Anzahl der Kinder, dann sagt er, das sind 0. Ein Punkt ist sehr wichtig dabei, und zwar, dass wir jetzt von Composite haben wir ausgehend eine Aggregation in Richtung Komponente. Warum Aggregation? Naja, Composite ist das Größere und das besteht aus Teilen und die sind wieder Komponenten. Und da ist wichtig, es geht diese Aggregation jetzt nicht von Composite zu Leaf, sondern von Composite zu Component, weil wir wollen die beliebig schachteln können. Ja, ich möchte sagen, ich habe hier ein Panel, da ist oben ein Label, dann kommt ein Panel, dann kommt ein Button. Und in dem Panel in der Mitte, das ist ja wieder ein Composite, gibt es wieder irgendwelche Elemente. Und man kann eben frei wählen, ob man Leaf oder ein Composite einfügt. Gut, wenn man über Baumstrukturen redet, dann bietet sich das natürlich an, da auch über Weihnachtsbäume zu reden. Ja, für so einen Weihnachtsbaum könnten wir auf die Idee kommen, wäre jetzt ungünstig, wenn das zu Hause so läuft wie bei der Familie Heinz Becker. Ich weiß nicht, wer dieses Sketch kennt, wo am Ende der Weihnachtsbaum umfällt, weil er irgendwie schief stand oder schlecht beladen war. Wenn wir jetzt nachgucken wollen in diesem Baum, wir wollen irgendwie rekursiv durch diesen Baum laufen und wollen wissen, wie schwer sind einzelne Teile, Äste, Kugeln, Lichter, dann wäre es ja eigentlich nett, wenn es egal ist, ob es ein Ast ist, wo noch weitere Sachen dran sein können, oder ob es eine Kugel ist, wo eigentlich nichts weiter dran gehört. Und wenn wir das sozusagen dann durchlaufen können und damit herausfinden können, ob der Weihnachtsbaum irgendwie umkippt oder nicht. Gut, aber wenn ihr mir jetzt dem Beispiel nicht glaubt, dann gucken wir uns tatsächlich nochmal ein Beispiel aus der Softwarewelt an. Und zwar möchte ich da zurückkommen auf den Taschenrechner. Ja, zur Erinnerung, ich habe euch das letzte Mal den Windows-Taschenrechner gezeigt, mit sozusagen Fehlern. Das heißt, da haben wir festgestellt, der rechnet falsch. Und deswegen haben wir kurzerhand einen neuen Taschenrechner entwickelt. Und in dem Taschenrechner gab es in der ersten Version eben einfach nur eine Addition von zwei Werten. Und in der Weiterentwicklung gab es dann in der letzten Vorlesung, das war eine Aufzeichnung vom letzten Jahr, da gab es die Addition und zusätzlich die Subtraktion. Und das habe ich jetzt für diese Vorlesung durch die Multiplikation ersetzt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und könnt das mappen. Das ist allerdings das gleiche Prinzip, was dahinter steht. Was wir da schon gesehen hatten, ist, wir haben da einfach mal eine abstrakte Klasse hinzugefügt. Ja, die abstrakte Klasse, die kann jetzt irgendwie Addition, Multiplikation sein, als Spezialisierung. Und diese Ausdrücke, die haben eben dann immer zwei Werte, die sie irgendwie verbinden, entweder über eine Addition oder eine Multiplikation. Diese abstrakte Klasse ist an sich erstmal noch kein Entwurfsmuster. Ja, aber wir können uns jetzt angucken im Quelltext, wie wir das erweitern können, nämlich erweitern um Folgendes. Wir haben jetzt eine neue Anforderung. Ja, wir wollen jetzt in unserem System erlauben, in dem Taschenrechner, dass es beliebig komplexe Formeln gibt. Ja, und das haben wir auch schon von dem Windows-Taschenrechner gesehen, dass wir da eben nicht nur einfach immer zwei Werte miteinander verbinden können, sondern beliebig viele. Ich kann eine Addition von 1 plus 2 plus 3 und so weiter schreiben und kann dann das Ergebnis anzeigen, aber auch die komplette Formel. Und das wollen wir jetzt live machen. Und zwar gucken wir uns dazu jetzt den Taschenrechner nochmal an.
wie der so aussah, was der schon konnte. Der hat nämlich schon folgende Funktionalität. Wir können irgendwie sowas wie 1 plus 2 eingeben, aber wir sehen keine komplexe Formel, sondern immer bloß die Addition oder eben Multiplikation von zwei Werten. Und das Ganze wollen wir jetzt erweitern. Was wir dafür brauchen, ist, dass die Addition und die Multiplikation, die kennen ja im Moment irgendwie schon einen linken und einen rechten Teil, und die sind im Moment aber noch vom Typ Value. Und tatsächlich definiert die Addition den nicht mal selbst, sondern der steht in der Expression. Aber auch in der Expression sehen wir, die ist vom Wert Value, und an der Stelle wollen wir eben beliebige Expressions zulassen. Was wir dafür aber auch machen müssen, ist, wir können nicht nur Addition und Multiplikation ineinander einfügen, sondern irgendwo am Ende müssen wir dann Value einfügen. Damit wir das machen können, muss Value selber vom Typ Expression sein. Um das wiederum machen zu können, ist es sinnvoll, dass Left und Right, als eben die zwei Kinder von einer Expression, dass die eben nicht mehr in der Expression gespeichert werden, sondern dass die in der Addition und Multiplikation auftauchen, weil für Value brauchen wir die eben nicht. Was wir dazu machen können, ist ein Refactoring anwenden von Eclipse. Das heißt, wir können hier das Pushdown-Refactoring anwenden. Was passiert da? Wir nehmen die Felder Left und Right und verschieben die in die Subklassen. Wir sehen, die sind jetzt verschwunden in Expression, und wir sehen aber auch schon, hier hat sich irgendwie schon was verändert. Also die Addition ist jetzt zum Beispiel umgeschrieben. Hier stehen jetzt die Werte Value Left und Right. Jetzt könnte man an sich direkt weitermachen und die Value quasi als Subklasse von Expression machen. Es ist allerdings sinnvoll, solche Refactorings zu trennen von der eigentlichen Entwicklung. Genau das werden wir jetzt machen. Wir werden nämlich diese Änderungen, die wir jetzt bisher durchgeführt haben, die werden wir hier erstmal committen, das heißt den Zustand für andere zugänglich in der Versionsverwaltung machen. Um kenntlich zu machen, dass es sich bei dieser Änderung um ein Refactoring handelt, also tatsächlich keine funktionale Änderung, das Verhalten soll nicht anders sein von der Applikation, sondern nur die Struktur, gibt es ein Kürzel, was wir eben vor die Commit-Message schreiben, das heißt Refactor. Wir werden in den nächsten Vorlesungen noch ein bisschen diskutieren, warum das sinnvoll ist. So, dann machen wir hier einen Commit, und das Refactoring ist jetzt damit abgeschlossen, und wir können uns jetzt um die Erweiterung kümmern, die wir machen wollen. Was wir dafür eben machen müssen, ist, wir müssen sagen, naja, ein Value ist auch eine Expression, ist eben eine spezielle Expression. Was wir dabei bemerken, ist, dass es jetzt eine Methode gibt, die wir noch implementieren müssen. Wir können die hier auch einfach hinzufügen lassen, und das ist die Funktion Evaluate. Jetzt können wir hier auf die Idee kommen, naja, was soll das für einen Wert kriegen? Naja, eigentlich Value.intValue. Also das ist ja gerade dieses Evaluieren, den Wert rauskriegen, und das macht Value ja sowieso schon, indem es weiterleitet das an den Integer. Jetzt ist es aber nicht sinnvoll, zwei Methoden da einzufügen, die einfach das Gleiche machen. Das heißt, was wir tatsächlich eher machen, ist, wir werden diese getValue-Methode einfach umbenennen. In Evaluate. Und jetzt hätte man natürlich auch unten den Code schreiben können und oben die Methode löschen. So hat es den Vorteil, dass alle Stellen, wo diese Methode bisher schon aufgerufen wird, die werden jetzt automatisch verändert. Sinnvoll ist es nach der Java-Konvention, jetzt an diese Methode noch dran zu schreiben, dass wir sie überschreiben. Das können wir hier kenntlich machen mit dem Schlüsselwort addOverwrite. Gut, das ist so schon mal ganz gut. Also an jeder Stelle, wo eine Expression steht, können wir jetzt auch Value verwenden. Das ist gut. Allerdings haben wir die Addition und die Multiplikation, und die verwenden im Moment immer noch nur Value. Das heißt, wir können noch keine komplexen Ausdrücke basteln. Das ändern wir jetzt, indem wir einfach an allen Stellen den Typ ändern. Das heißt, Addition und
Multiplikation, die verwenden jetzt eben Expression und nicht mehr Value. Das heißt, unter einer Multiplikation kann zum Beispiel eine Addition hängen und eben nicht nur ein einzelner Wert. Gut. Was wir uns jetzt angucken können, ist, was da jetzt eigentlich schon passiert im Code, beziehungsweise was wir jetzt in dem Taschenrechner schon sehen. Und wir können jetzt mal ausprobieren, ob wir jetzt da schon irgendwas sehen. Nee, irgendwie noch nicht. Ne? Also wir haben hier noch keine komplexen Ausdrücke. Das liegt daran, dass wir zwar die Datenstrukturen vorbereitet haben, aber diese Funktionalität noch gar nicht nutzen. Was wir dazu machen, ist, wir gehen in den eigentlichen Taschenrechner rein und gucken hier an der Stelle, wo die Ausdrücke erzeugt werden, die Addition. Hier wird ja immer noch nur einfach der Wert genommen. Ja? Und was wir da jetzt machen können, ist, wir müssen den Ausdruck gar nicht mehr evaluieren. Wir können hier jetzt komplexe Ausdrücke anlegen. Und stattdessen sagen wir einfach, wir haben bisher eine Expression gehabt, das ist jetzt der linke Teil von der Addition oder eben der linke Teil von der Multiplikation. Gut, das können wir jetzt ausprobieren, ob das jetzt schon den gewünschten Erfolg bringt. So, wir sehen, jetzt kriegen wir erstmalig komplexe Ausdrücke, das ist schon mal ganz schön. Ein bisschen ungünstig ist, dass wir am Anfang noch mit 0 plus 0 starten und auch das ist jetzt überflüssig. Und zwar passiert das an der Stelle hier oben, wo wir sagen, was ist eigentlich die initiale Expression? Und das können wir jetzt ein bisschen vereinfachen. Das muss keine Addition mehr sein, sondern das kann einfach der Wert 0 sein, weil der Taschenrechner so funktioniert, dass er immer einen Wert haben muss, den er mit einem anderen verbindet. Natürlich wäre es auch denkbar, dass man hier Null einträgt und zusätzliche Fallunterscheidung einbaut. Das wollen wir jetzt hier nicht machen. Gut, das probieren wir natürlich noch aus. Das heißt, wir gucken jetzt einfach nochmal, steht jetzt am Anfang 0 plus 0 gleich 0? Nein, es steht 0 gleich 0 da und damit können wir unsere Änderungen hernehmen. Es ist empfehlenswert, in die Änderungen reinzugucken, zu gucken, was hat man eigentlich tatsächlich geändert, bevor man die anderen zur Verfügung stellt. Und hier sehen wir eben genau das in der Multiplikation, was wir geändert haben in dem eigentlichen Taschenrechner, dass wir eben da oben den Default-Wert angepasst haben und weiter unten die Berechnung entfernt haben und die Expressions jetzt komplex zusammenbauen. Bei Value haben wir diese Vererbung und die Methode umbenannt. Mit all diesen Änderungen sind wir einverstanden und können die jetzt auch einchecken. Das ist jetzt tatsächlich kein Refactoring und deswegen schreiben wir da jetzt Feed davor für, das ist eine neue Funktionalität, ein neues Feature. Sozusagen, wir haben das tatsächliche Verhalten geändert. Gut, damit sind wir mit der Änderung durch. Wir haben ja eben schon das Refactoring von der Funktionalität getrennt und wenn man jetzt so den Code sich anguckt, dann kann man jetzt noch auf die Idee kommen, naja, irgendwie ist es jetzt noch ungünstig. Wir haben ja jetzt schon ziemlich viele Arten von Expressions, nämlich nicht nur Addition und Multiplikation, sondern eben das Value auch noch. Und was wir da machen können, ist, wir können die jetzt in ein eigenes Package verschieben. Ja, und das ist durchaus was, was man immer mal wieder zwischendurch machen muss und überlegen muss, muss man was umstrukturieren. Einfach deswegen, weil man immer mal wieder neue Klassen hinzufügt, was umstrukturiert und ähnliches. Das hätten wir vorher nicht sinnvoll machen können, weil Value eben gar keine Expression war. Aber jetzt an der Stelle ist es eben sinnvoll. Und der Quelltext ist ja eben auch auf GitHub, das heißt, ihr könnt da auch reingucken, auch parallel zum Video und vielleicht sogar mitprogrammieren, wenn ihr schnell seid. Und was ihr euch da mal angucken könnt, ist, wenn man so einen Vergleich macht und man hat irgendwas verschoben, dann ist das meist relativ ungünstig, weil dann sieht man nicht mehr so gut, was hat man zusätzlich noch in der Datei geändert. Das heißt, wenn wir eine solche Verschiebung machen, dann möglichst nicht noch zusätzlich was im Source Code ändern.
Gut, und auch das ist jetzt wieder dokumentiert. Das heißt, man kann später nachvollziehen, was waren jetzt eigentlich die Änderungen, was ist da jetzt passiert in dem Schritt. Und typischerweise ist es eben so, dass das Refactor im Idealfall da nichts kaputt gemacht haben kann. Das heißt, wenn man jetzt bei diesen drei Änderungen sieht, irgendwas funktioniert jetzt nicht mehr, ist es das Wahrscheinlichste, dass es eben mit dem Commit, der mit Feed startet, zu tun hat. Damit können wir uns jetzt nochmal angucken, was wir jetzt eigentlich erreicht haben. Ja, also wir hatten eben diese Version vorher von dem Taschenrechner, bei dem wir eben der Value tatsächlich einfach benutzt wurde in Expression, aber selber gar keine Expression war. Das haben wir jetzt erweitert, und zwar Value ist eine Expression, also die Addition hat selber wieder zwei Elemente vom Typ Expression, die Multiplikation hat zwei solche Elemente. Und das schafft für uns den Vorteil, dass wir eben komplexe Ausdrücke zusammenbauen können. Und was wir hier sehen, was ich eben beschrieben habe, ist eben ein Beispiel für den Composite-Pattern. Wir haben eben Composite-Knoten wie die Addition, die Multiplikation, die noch weitere Elemente enthalten können. Und die Magie steckt da drin, dass wir sagen, wir legen gar nicht fest, was die enthalten müssen. Die können irgendeine Expression enthalten, das heißt, in der Addition kann ich eine Multiplikation haben, in der Multiplikation eine Addition oder Value. Und alles können wir beliebig mischen. Zusätzlich haben wir nebenbei noch ein zweites Pattern hier gesehen, nämlich das Objektadapter, den Objektadapter, weil Value eigentlich ein Adapter ist für Integer an der Stelle. Ja, wir haben eben die Methode sogar explizit umgenannt und greifen sozusagen in der Evaluate-Methode, leiten wir die Anfrage weiter an den Integer und die Int. Value-Methode rufen wir da auf. Damit habt ihr jetzt für die zwei Pattern ein Beispiel gesehen und ich hoffe sozusagen, ihr konntet das auch ein bisschen nachvollziehen. Ihr könnt natürlich auch gerne in den Quelltext reingucken und da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, was ihr da so machen könnt. Wir wollen uns noch ein drittes Struktur-Pattern angucken und zwar das Decorator-Pattern. Attach additional responsibilities to an object dynamically. Decorators provide a flexible alternative to subclassing for extending functionality. Was machen wir damit? Wir wollen irgendwie zu einem existierenden Objekt noch Verhalten hinzufügen, und zwar dynamisch. Wir wollen irgendwann zur Laufzeit entscheiden, jetzt wollen wir noch Verhalten hinzufügen und jetzt mal nicht. Und das klingt natürlich alles ähnlich, das können wir ja mit Subklassen auch. Ja? Ich kann einfach eine Subklasse erzeugen und die Subklasse überschreibt eben manche Methoden und fügt damit Verhalten hinzu. Allerdings wollen wir das dynamisch machen. Ich möchte zur Laufzeit vielleicht entscheiden, an welcher Stelle welche Funktionalität mit welcher anderen kombiniert wird. Und da haben wir immer so eine Basisfunktionalität und die verbinden wir, also sozusagen eine Komponente verbinden wir mit einem Decorator. So, und das würde explodieren, wenn wir da alle Kombinationen einfach statisch schon als Klassen vorher bereitstellen müssen und kombinieren können wir die dann sowieso schlecht. Ja? Also wenn ich irgendwie einen Stack haben will und den Stack gibt es mit der Undo-Funktionalität, dann kann ich dieses Undo irgendwie hinzufügen. Aber wie mache ich das jetzt, wenn ich dann zusätzlich noch einen synchronisierten Stack haben will? Dann habe ich den Stack, eine Subklasse Undo-Stack und dann synchronisiert. Aber was ist, wenn ich dann das Undo wieder weglassen will? Oder wenn ich sowas, ne, wenn ich für den Stack sagen will, jetzt brauche ich den Stack mit der Undo-Funktionalität. Das können wir irgendwie so schwer machen mit Vererbung. Vererbung ist dazu zu inflexibel. Es gibt noch einen anderen Namen für das Pattern, und zwar Wrapper. Hier steht again. Ja, wir haben genau das gleiche Synonym, gibt es eben für den Objektadapter schon. Deswegen bitte Wrapper nicht benutzen. Da ist immer unklar, was man meint. Wenn ihr andersrum das lest, und deswegen habe ich es mit auf den Folien, dann bitte nachfragen, um welchen Wrapper handelt es sich, geht es um den Objektadapter oder das Decorate-Pattern. Die eigentliche Idee von dem Pattern ist, wir erstellen Decorator, das sind einfach neue Klassen, spezielle Klassen sehen wir gleich, und die Komponenten, und die haben die gleiche Schnittstelle. Ja? Und ich kann einfach die beliebig schachteln und die Decorator haben selber eine Instanz vom Typ Komponente und ich kann die jetzt beliebig ineinander schachteln, weil die das gleiche Interface haben. Und das gucken wir uns mal in einem Klassendiagramm an. Was wir so grundlegend haben, ist Concrete Component. Ja, das sehen wir hier oben.
Concrete Component ist irgendein Objekt, irgendeine Klasse, die Objekte beschreibt und die möchte ich um irgendwas erweitern. Das heißt, die haben eine Basisfunktionalität, ja, das könnte man jetzt sagen, das ist ein Stack und den Stack, der funktioniert hat mit Push, Pop, Top und so weiter. Und das sind jetzt, hier steht jetzt nur eine Operation, aber sind natürlich mehrere denkbar. Und den möchte ich jetzt erweitern. Wie ich das mache? Naja, es gibt jetzt hier unten mehrere konkrete Decorator. Also den Decorator A, Decorator B. Und die können unterschiedliche Funktionalität zu dieser konkreten Komponente hinzufügen. Was dafür wichtig ist, ist vor allem hier oben die Komponente, die abstrakte Komponente, die das Interface bereitstellt, was sowohl von den Komponenten als auch von den Decoratoren erfüllt werden muss. Und wichtig ist, an der Stelle ist die Operation noch eine abstrakte Methode, also alle Operationen sind an der Stelle abstrakt. Oder der typische Anwendungsfall ist, dass die alle abstrakt sind, weil eine konkrete Komponente, die wird das irgendwie selbst implementieren und ein Decorator, der wird es weiterleiten. Und damit wir dieses Weiterleiten nicht in jedem einzelnen Decorator wieder implementieren müssen, weil das der Standardfall ist, gibt es auch noch eine zusätzliche abstrakte Klasse, nämlich den abstrakten Decorator. Was macht die? Naja, diese Klasse abstrakter Decorator, die Klasse ist abstrakt, damit man die nicht instanziieren kann, aber tatsächlich hat sie gar nicht unbedingt abstrakte Methoden und in dem Fall sogar gar keine abstrakten Methoden. Alles, was die macht, ist die Operation, also diese Methode zu implementieren, indem es eine Weiterleitung gibt auf diese eine Instanz, die dieser Decorator sich merkt. Und hier ist es ganz wichtig, ähnlich wie beim Composite Pattern, dass der Decorator nicht auf Concrete Component zeigt, also nicht davon eine Instanz hat, weil dann könnten wir die Concrete Component nicht einfach austauschen oder eine weitere hinzufügen und wir könnten Decorator nicht schachteln in sich. Und deswegen ist wichtig, dass dieser Pfeil da nach oben geht zur abstrakten Komponente, das heißt, der abstrakte Decorator hat eine Instanz von der abstrakten Komponente und das kann damit wieder alles sein, eine Komponente oder ein Decorator und wir können alles beliebig schachteln. Ein Beispiel, was ihr sicherlich alle kennt aus der Java-Welt, zumindest die Java schon implementiert haben, sind Input-Streams. Und zwar Input-Stream ist eine abstrakte Klasse in Java und diese abstrakte Klasse hat wiederum Kinder, Subklassen und zwar den Pfeil Input-Stream. Ja? Ich möchte einfach was aus einer Datei einlesen. So. Und jetzt möchte ich aber das nicht immer auf die gleiche Art und Weise tun und es gibt sogar nicht mal nur den Pfeil Input-Stream. Ja? Es gibt noch den Byte-Array Input-Stream, wo ich ein Byte-Array geben kann und aus dem Stück für Stück das in einen Stream überführen kann und die Daten einzeln auslesen kann. Und in beiden Fällen ist es jetzt sinnvoll, bestimmte Erweiterungen von dieser Funktionalität zu haben. Zum Beispiel, dass das Ganze gepuffert wird. Das heißt, es gibt den Buffered Input Stream und jetzt könnte man sagen, natürlich, dann mache ich jetzt zum File Input Stream, gibt es eine Subklasse Buffered Input Stream und zum Byte Array Input Stream gibt es eine Subklasse Buffered Input Stream. Aber tatsächlich ist es einfacher mit dem Decorator, weil wir können sagen, naja, es gibt den Buffered Input Stream, der zusätzlich zu dem eigentlichen Bereitstellen des Streams hat er eben noch diese Puffer-Funktionalität. Der wiederum ist eine Instanz von dem abstrakten Filter Input Stream und der wiederum kennt einen Input Stream, denn es ist egal, welcher Input Stream das ist, welcher Typ, weil die alle nach dem gleichen Schema funktionieren. Ja, wir haben hier sämtliche Operationen ausgeblendet, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und hier sehen wir, da gibt es noch einen anderen Filter-Input-Stream, Pushback-Input-Stream. Und hier könnt ihr gerne reingucken. In Eclipse kann man ja auch relativ einfach nachgucken. Ihr könnt auch selber mal nach dem Input-Stream suchen. Und da gibt es eben, kann man sich angucken, welche Subklassen es davon gibt. Und dann sieht man eben, dass da dieses Decorator-Pattern sehr intensiv eingesetzt wurde. Das gleiche beim Output-Stream. Gut. Wir wollen jetzt auch das Decorator-Pattern anwenden und zwar werde ich das gleich am Beispiel erläutern, was wir vielleicht noch falsch gemacht haben. So, wir gehen damit dazu wieder in Eclipse rein und wir gucken nochmal den Taschenrechner etwas genauer an, wie der so im Moment funktioniert. Ja, also wir haben irgendwie
die Addition, wir haben die Multiplikation. Oh, das könnte euch jetzt bekannt vorkommen. Ja, da steht 1 plus 2 mal 3 gleich 9. Da rollen sich die Zehennägel hoch bei jedem Mathematiklehrer, weil hier Punktrechnung vor Strichrechnung ignoriert wurde. Und das ist natürlich genau der gleiche Fehler, und das ist jetzt ein bisschen provoziert natürlich. Man kann relativ schnell in solche Fehler reinlaufen, und wir wollen uns jetzt angucken, was können wir mit diesem Fehler machen, wie können wir diesen Fehler beheben. Und das ist sozusagen der gleiche Fehler, wie wir den im Windows 10 Taschenrechner gesehen haben. Eine Möglichkeit wäre, dass wir sagen, na, wir machen einfach immer Klammern. Wir machen um alles immer Klammern, um jede Addition, um jede Multiplikation. Das wird dann aber vielleicht ziemlich unübersichtlich. Jetzt könnte man noch ein bisschen smarter sein und sagen, naja, um die Multiplikation brauchen wir nie eine Klammerung, weil das sowieso immer stärker bindet. Wir machen das nur um die Addition. Gut, das wäre möglich, aber sind auch noch ziemlich viele Klammern, die wir haben. Was wir stattdessen machen wollen, ist Klammern nur dann, wenn nötig. Ja, und das wollen wir jetzt implementieren. Das heißt, eine einfache Lösung könnte sein, naja, wir fügen jetzt hier bei der Addition einfach immer Klammern ein, aber das ist natürlich ein bisschen unschön, weil die Klammern machen das natürlich auch unlesbar. Wir wollen die wirklich nur einfügen, wenn wir die brauchen. Jetzt könnten wir weiter darüber nachdenken und sagen, naja, wenn ich eine Addition, das Ganze ist unsere Addition, hier drin steht jetzt irgendwas und das könnte jetzt eine Multiplikation sein. An der Stelle ist eigentlich nicht schlimm. An der Stelle können wir keine Klammern oder brauchen wir nicht zwingend Klammern. Wo wir aber Klammern brauchen können, ist, wenn ich eine Multiplikation habe und da drin gibt es auf der linken Seite oder auf der rechten Seite eine Addition. Weil dann brauche ich die Klammern, um zu sagen, das rechnen wir ja vorher aus und sonst würden wir eben falsche Ergebnisse anzeigen. Allerdings, ja, und der geneigte Programmierer können Sie jetzt hinsetzen und einfach das da reinhacken, ja, allerdings ist das die falsche Stelle in dieser Klasse. Dann ist es eine Eigenschaft, die betrifft eine Interaktion zwischen der Klasse Multiplikation und Addition und ist sogar noch ein generisches Prinzip dahinter, Punktrechnung vor Strichrechnung. Und die hat eigentlich nichts in der Klasse Multiplikation zu suchen. Der Code wäre ganz schwer wartbar, wenn ihr eine neue Expression hinzufügt, dann muss irgendwie die Multiplikation auch noch die neue, ja, die Subtraktion zum Beispiel kennen, um dann eine Entscheidung zu fällen. Was passiert, wenn ich irgendwie bestimmte Operationen entferne. Es ist irgendwie ganz schwer, diesen Code zu warten. Und deswegen kann man hier den Decorator-Pattern einsetzen. Und das wollen wir jetzt machen. Der Decorator-Pattern ist hier deswegen sinnvoll, weil es zu erwarten ist, wenn wir jetzt in die Taschenrechner noch mehr Operationen einbinden, dass wir eben die Addition klammern wollen, wir wollen aber vielleicht auch die Subtraktion klammern und wenn wir noch mehr Operatoren einfügen, dann wollen wir vielleicht sogar noch mal irgendwann die Multiplikation oder die Division klammern, ja, wenn wir so einen Potenzoperator zum Beispiel noch einfügen. Gut. Wir gucken uns jetzt an, was wir da machen können, wie wir das implementieren können. Und zwar ist die Überlegung, naja, erstmal an irgendeiner Stelle müssen wir ja diese neuen Decorator erzeugen und wir fangen sozusagen nicht von kleinen an, sondern wir fangen erstmal an der Stelle an, wo wir das Ganze aufrufen wollen. Nämlich an der Stelle werden ja Additionen und Multiplikationen angelegt und an der Stelle können wir sagen, wir rufen jetzt hier noch einen neuen Decorator auf. Das heißt, wir brauchen einen Namen für den Decorator und könnten den Necessary Brackets nennen. So, der erste typische Fehler für das Decorator-Pattern ist, dass man vergisst, dass der Konstruktor ein Objekt bekommen muss. Denn der Decorator leitet ja die meisten Anfragen einfach nur weiter an eine Komponente und die müssen wir ihm natürlich übergeben. So, jetzt ist es klar, wir haben die Klasse noch gar nicht erzeugt, wir müssen die eben erstmal erzeugen, damit das Ganze hier funktionieren kann. An der Stelle müssen wir ein paar Entscheidungen treffen. Die Frage ist zum Beispiel, wo soll das Ganze liegen? Und das kann Eclipse nicht wissen, wo das sinnvollerweise liegen sollte. Und hier nehmen wir jetzt unseren Expressions-Pfad, den wir eben angelegt haben. Hier können wir sagen, das soll von dieser Superklasse erben, weil wir eben wollen, dass an jeder Stelle, wo eine Expression auftauchen kann, auch dieser Decorator auftauchen kann.
So, das legen wir jetzt mal an. Kommen wir zu der Klasse. Können wir schon mal auf Speichern gehen. Gut. Was wir jetzt schon haben, ist die Klasse Evaluate, weil die auf jeden Fall implementiert werden muss. Die wollen wir weiterleiten. Die wollen wir weiterleiten an das, was auch immer darunter ist, weil evaluieren ist unabhängig von dieser Klammerung bzw. unabhängig von der Anzeige. Ja, wir wollen ja eigentlich nur die Anzeige beheben. So, und was wir hier auch noch sehen, ist, uns fehlt noch der passende Konstruktor. Das heißt, den Konstruktor lassen wir uns mal automatisch erstellen. Jetzt haben wir einen Konstruktor. Und damit wir hier drin in der Evaluate-Methode das weiterleiten können, ja, also hier wollen wir jetzt sagen expression.evaluate. Müssen wir uns natürlich in dem Decorator eine Instanz merken. Und hier ist wichtig, und da hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, wir wollen uns nicht eine Instanz merken von irgendeiner Unterart, sondern allgemein von Expression. So, dann sind wir jetzt schon wieder ein Stück weiter. Das heißt, wir brauchen natürlich ein Feld dafür, in dem wir das speichern können. Das kann ruhig private sein, weil jetzt nur wir darauf zugreifen müssen. Ihr könnt auch überlegen, dass man den Identifier hier entfernt und die Default Visibility gibt. Gut, das würde jetzt schon funktionieren, hätte aber noch keinen Effekt. Ja, weil an der ToString-Methode haben wir tatsächlich jetzt bisher noch gar nichts gemacht. Und deswegen wollen wir die ja einfügen. Wir müssen also irgendwas anders machen bei der ToString-Methode. Und die Frage ist jetzt sozusagen, wie soll die jetzt funktionieren? Wir müssen jetzt hier irgendwie einen String berechnen für die Kindknoten, sagen wir child.string. Das heißt, wir legen mal eine Variable an, ja, wir werden gleich noch ein bisschen damit rumrechnen müssen, weil mal hat dieser String ja eben Klammern und mal nicht. Und die Frage ist, wo kriegen wir diesen String her? Naja, wir fragen einfach unsere Expression. Expression.toString. So, und jetzt soll an diese Stelle irgendwie die Logik hin, mit der wir entscheiden wollen, ob die Klammern nötig sind oder nicht. Ja, und das Schöne ist, das ist wirklich gekapselt, das ist nicht in der Addition, das ist nicht in der Multiplikation. Und wenn wir später eine Subtraktion hinzufügen, dann müssen wir an der Stelle nur die Formeln entsprechend anpassen. Um das entscheiden zu können, reicht es uns allerdings nicht, den Typ zu kennen von der Expression, sondern wir müssen auch den von der übergeordneten Expression kennen. Ja, weil der Fall ist ja, wenn wir eine Addition innerhalb einer Multiplikation haben, dann brauchen wir die Klammern. Und um das ausdrücken zu können, brauchen wir irgendwoher diesen Parent. Und deswegen fügen wir den hier einfach mal ein als Parameter. Und zwar hier leiten wir den einfach nur weiter. Gut, und was wir damit, wir beheben gleich die ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, aber wir schreiben jetzt erstmal die eigentliche Logik hin, um zu vergewissern, dass das so funktionieren kann. Nämlich wir sagen parent instance of multiplication and expression instance of addition. Nur in diesem Fall wollen wir die Klammerung hinzufügen. Das heißt, das ist auch relativ einfach. Wir nehmen den Child-String, schreiben die Klammer, Child-String und die schließende Klammer. Soweit, so gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Naja, diese ToString-Methode mit diesem Parameter, die muss es jetzt wirklich überall in der Hierarchie geben. Ja, irgendwo muss dieser Parameter herkommen. Das heißt, an den Stellen, wo es einen Aufruf gibt zu den Kindern, wo die Composites zu den Kindern Aufrufe haben, an den Stellen müssen wir diese Parents erzeugen. Und wir müssen auch an irgendeiner Stelle sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich die ToString-Methode ohne den Parameter auf
Aufrufe, ja, von außen sozusagen, dann gibt es ja keinen Parent, dann müssen wir da vielleicht irgendwie einen Nullwert eintragen. Gut, das heißt, was wir jetzt machen, ist diese Methode in der Superklasse noch einfügen. Und zwar ist es so, dass wir diese ToString-Methode jetzt hier eigentlich noch nicht implementieren können, sondern die muss abstrakt sein. Ja, weil das hängt wirklich vom Einzelfall ab und von der einzelnen Klasse ab, wie diese Methode hier implementiert werden soll. So, was wir aber auch noch brauchen, ist eine Behandlung von dem Fall, dass wir die ToString-Methode aufrufen. Und zwar, die können wir hier allerdings schon implementieren, weil die wäre für alles gleich, wann immer wir so einen Aufruf von außen bekommen, naja, dann rufen wir einfach die Methode auf mit dem Parameter und übergeben null und sagen damit, wir haben eben keinen Parent. So, das ist erstmal schon mal relativ schön, weil auch hier bietet sich wieder die abstrakte Klasse an, in der wir quasi das einmal implementieren und das für alle übernehmen können. Jetzt sehen wir allerdings eine Reihe von Fehlern poppen auf. Gucken wir uns erstmal den einfachsten Fall an, nämlich die Value-Methode. Hier stellen wir jetzt fest, okay, wir müssen jetzt die ToString-Methode nicht mehr implementieren, aber die Methode mit dem Parameter Expression. Und das können wir relativ leicht beheben. An der Stelle können wir einfach sagen, naja, Expression, Parent fügen wir hier als Parameter ein. Wenn wir mit dieser Methode ankommen, wenn es die Methode ohne den Parameter, die ist schon in der Superklasse implementiert, die brauchen wir nicht implementieren. Und das wird an diese Methode delegiert. Und hier an der Stelle, bei einem Value, ist es eigentlich egal, was der Parent war. Da brauche ich keine Klammern mehr, da muss ich mir um nichts Gedanken machen. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, und da kommt jetzt die Magie eigentlich, wo der Parent tatsächlich überhaupt mal gesetzt wird. Ja, bisher haben wir noch nirgendwo den Parent gesetzt und das passiert bei der Addition und Multiplikation. Hier haben wir nämlich das gleiche Problem, dass wir diese Methode implementieren müssen mit dem Parent. Und hier ist es wichtig, dass wir den weiterleiten oder dass wir eben sagen, was ist der Parent. Und an der Stelle ändert sich der Parent. Ja, ich gehe von einer Addition runter eine Ebene und dann möchte ich dem Kind davon sagen, hallo, das war eine Addition. Und zwar, das ist dieses Objekt. Und genauso müssen wir das jetzt eben bei der Multiplikation auch noch machen. Wir verändern eben diese Methode. Den Parent brauchen wir tatsächlich gar nicht an der Stelle, weil der wird jetzt sowieso überschrieben, ja, wenn ich eine Ebene weiter runter gehe. Vielleicht war der sogar null. Und hier werden wir auch sys übergeben, um den Parent mitzuloggen. Gut. Und an der Stelle können wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert nach langer Implementierung. Die Frage ist also jetzt, kommen da Klammern da, wo sie nötig sind? Wir können also erstmal wieder irgendeine Formel aufbauen, wo wir keine Klammerung brauchen. Und jetzt können wir da mal 3 rechnen und siehe da, an der Stelle kommt jetzt unsere Klammerung und jetzt stimmt nämlich auch das Ergebnis, die 9. Und wir haben wirklich nur da Klammern, wo sie auch nötig sind und das Ganze als Decorator gelöst. Auch hier könnte man sich wieder alle Teile im Detail angucken und überlegen, haben wir das alles richtig gemacht? Und das ist kein Refactoring, sondern ein neues Feature, was wir implementiert haben. Gut, und wir haben jetzt diese Klammerung immer dann, wenn wir das brauchen. Gut, dann kommen wir zurück zu den Folien und wollen den letzten Teil abschließen. Wir können uns das jetzt nochmal grafisch angucken. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht den ganzen Quelltext dazu sieht. Grafisch ist Folgendes passiert. Wir haben eben jetzt zu unseren bisherigen Klassen noch einen Decorator hinzugefügt, nämlich Necessary Brackets.
Necessary Brackets hat selber eine Instanz von Expression, an die quasi was weitergeleitet wird, und wir können jetzt sozusagen die Klammern, können wir jetzt um Value packen, um Addition, um Multiplikation, um alles, was wir sozusagen für sinnvoll erachten. Was wir auch sehen, ist, was jetzt farblich hervorgehoben ist noch, es hat sich ein bisschen was in unserer abstrakten Klasse geändert. Wir haben die ToString-Methode hinzugefügt, die wir jetzt generisch implementieren konnten. Und wir haben auch die ToString-Methode mit dem Parameter Expression eingeführt, allerdings als abstrakte Methode, weil die muss wirklich in jeder einzelnen Subklasse separat implementiert werden und entschieden werden, wie man in den Fällen umgeht, damit wir in der Addition und Multiplikation uns den Parent merken können, den quasi nach unten mitgeben können. Bei Value können wir es ignorieren und bei Necessary Brackets ist unsere Logik, wann wir Klammern brauchen, und die steht jetzt an einer Stelle. Und wenn ich jetzt eine neue Operation einfüge, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, dann muss man eben wirklich nur diese eine Stelle anpassen. Und an der Stelle, wir könnten die Klasse auch Punktrechnung vor Strichrechnung nennen, hätten wir eben diese Logik für die Klammerung eingeführt. Damit haben wir uns drei Entwurfsmuster angesehen, drei strukturelle Entwurfsmuster, Decorator, Composite, Adapter Pattern. Genau genommen den Objektadapter. Es gibt nämlich noch den Klassenadapter, den wir hier jetzt nicht besprochen haben, der ist nicht ganz so wichtig oder wird nicht ganz so oft benötigt. Es gibt noch eine Reihe von anderen Pattern, aber ihr seht schon, allein in der Zeit, die wir gebraucht haben, um die Pattern durchzusprechen, um die in der Praxis zu sehen, in der Implementierung, das braucht ziemlich viel Zeit, und ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, die jetzt alle zu kennen, weil selbst die meisten Entwickler kennen die gar nicht alle. Ja, also man braucht auch gar nicht alle von denen. Es ist wichtig, eher das Prinzip dahinter zu kennen, und im Zweifelsfall, wenn ihr jetzt was von den Pattern hört und merkt, den braucht ihr irgendwie öfter, dann kann man sich da eben später noch gut einarbeiten. Wir haben jetzt das Thema Entwurfsmuster eingeführt. Wir haben uns dabei konzentriert auf das, was die Gang of Four, Gamma et al. Vor 25 Jahren publiziert haben dazu. Und es ist interessant, dass dieses Buch unglaublichen Ruhm erhalten hat und es auch einfach gar keine neue Version offensichtlich bedarf. Es gibt ein paar Fehler tatsächlich in den Pattern. Es gibt ein paar Sachen, die passen nicht mehr zur heutigen UML-Notation. Das haben wir versucht hier für euch in den Folien zu reparieren, deswegen unterscheiden die sich ein bisschen. Es gibt Objektadapter, Composite Pattern, Decorator Pattern, und ihr könnt das Ganze aber auch selbst nachlesen im Kapitel 4. Entwurfsmuster sind insofern ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die kann man nicht einfach verstehen, indem man das hört, sondern das muss man ausprobieren. Man muss irgendwie damit mal rumspielen, man muss die mal selber implementiert haben, und ich lade euch ein, deswegen ist der Quelltext auch auf GitHub verfügbar, euch den Quelltext genauer anzugucken. Das könnt ihr auch ab dem nächsten Teil der Vorlesung gern im Voraus schon machen, den euch nebenher mit öffnen, auch live irgendwie mitprogrammieren oder ähnliches. Und jetzt kann man überlegen, es ging ja um Wiederverwendung. Ja? Wir wollten mit Entwurfsmustern, wollen wir die Wiederverwendung erleichtern. Wir wollen neu das Hinzufügen von neuen Sachen erleichtern. Und jetzt könnt ihr ausprobieren, wie leicht ist es, eine neue Operation hinzuzufügen? Wie leicht ist es, ein neues Verfahren für die mit dieser Punktrechnung vor Strichrechnung? Ja, man könnte sich ja auch überlegen, wir haben es jetzt, vorher hatten wir es immer evaluiert, jetzt haben wir die Klammern, wo sie nötig sind. Wir könnten aber auch sagen, an den Stellen, wo es nötig ist, evaluieren wir. Dann brauchen wir gar keine Klammern. Das wäre also eine weitere Lösung, und die könnte man auch wieder als Decorator implementieren. Wenn ihr zu euren Implementierungen Feedback haben wollt, dann biete ich euch das an. Eine gute Möglichkeit ist dafür, dass ihr selber das Projekt in Fork erstellt auf GitHub, eure Implementierung macht und dann Pull-Request stellt. Dann taucht das bei mir auf und dann kann ich dazu gern meinen Senf geben. Gut, ich bedanke mich für eure Geduld bei dem langen Teil heute, und ich hoffe, ihr guckt euch ja mal ein bisschen was an im Code, probiert selbst ein bisschen was aus, um euch mit den Entwurfsmustern vertraut zu machen. Ihr könnt auch gerne die anderen noch ausprobieren, die es noch gibt, von den strukturellen Entwurfsmustern. Und wir sehen uns gleich wieder für die Erzeugungsmuster. Bis dann.